Willkommen beim Spiel Reality Business. Okay. Was passiert hier heute? Das Reality Business ist knallhart. Ob ihr das Zeug dazu habt, testen wir mit dem heutigen Spiel. Was? Wir haben Bock, Mann. Oh. Ka-ching! Yo! Always in for a win. We run this town, fuck. Auf die Schäfer, fertig, los! 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 Achtung! Genauso hart wie das Business an sich ist auch das Ende dieses Spiels. Die zwei Schlechtesten, die übrig bleiben am Ende, müssen um ihren Verbleib in der Sala bangen. What? I break together. Das wird Katastrophe. Ja, das wird eine Katastrophe. Das ist krass. Der erste Text von Heinz war natürlich eine Ansage. Uns kann niemand aufhalten, nur wir uns selbst. Aber heute nicht. In der ersten Runde spielt ihr nicht im Team miteinander, sondern gegeneinander. Kinderverarschung. Damit habt ihr uns auf jeden Fall überrascht. Aus Pärchen werden erbitterte Feinde. Solch eine Nervenkrimi gibt es nur bei RTL 2 und im wahren Leben. Ich komme zum ersten Spiel. Wer schreit am lautesten? Ja, das kannst du jetzt gleich machen. Spar die Energie. Nur wer sich auch mit seiner Stimme durchsetzen kann, wird im Reality-Zirkus gehört. Wer ist lauter? Elena oder Sissi? Ich möchte euch mal in einem Thema befragen. Mögt ihr euer Nutella-Brot mit Butter oder esst ihr es lieber ohne? Gut. 120,0. 120,8. Also erstaunlicherweise habe ich es direkt in der ersten Runde geschafft, mich zu safen. Lebt eure Träume, träumt nicht euer Leben! 118,0. Lebt eure Träume, träumt nicht euer Leben! 120,0. Yassin ist gesaved. Ronald muss weiterkämpfen. Von mir hätte man mehr Stimmkraft erwartet, aber ich habe da so ziemlich am schlechtesten abgeschnitten. Kann er bitte darüber reden? Wie unfassbar krass! Niacinamide mein Hautbild verbessert haben. 121,2. Als ich das gehört habe, da zitterten mir schon die Knochen. Strahlenabdallen lieben wir! Gesunde Haut ist einfach anders! Strahlen deswegen! Geil! Stark! 120,6. Gut für mich, ich konnte mich safen. Natürlich schade für Heinrich, der muss eine Runde weiterspielen. Heinrich blökte zu sanft, Freund Ronald spricht Mut zu. Auf die Tribüne der Versager. Hätte ich nicht mit gerechnet, aber Schitte. You can get it if you really want. Können wir bitte darüber reden? Wie unfassbar krass! Niacinamide mein Hautbild verbessert haben. Hat Tessa das Spiel nicht verstanden? Aua! 121,2. Tessa ist safe. Halte mal ungeschminkt! Ungefiltert! Einfach nur unglaublich! Bravo! 119,8. Denkt man gar nicht, dass in so einem Persönchen so viel Stimmpower ist. Nina Christine, bravo! Ich bin sehr froh, dass ich mich safen konnte und nicht weiter spielen muss, weil ich habe ja schon gesehen, was Spiel Nummer 2 ist. Und Spiel Nummer 2 sieht, das ist nicht ganz so spaßig. Die Loser landen jetzt im Halbfinalspiel. So viel sei verraten, es wird emotional. Es beginnt die zweite Runde. Wer weint am schnellsten? Falls ihr euch schwer tut, wir haben euch hier ein paar Hilfsmittel zur Verfügung gestellt. Ein guter Reality-Star wirft mit seinen Emotionen um sich wie mit Konfetti. Wer schon alles verpulvert hat, kann seine Tränen faken mit Zwiebeln, Tabasco. Dann darf ich die sensationelle Katrin zu mir bitten. Könnte ich ja schon jetzt anfangen zu heulen. Das treibt mir die Tränen in die Augen. Wie sehe ich denn jetzt aus, wie ein Clown oder was?
auf die Plätze. Fertig, los! Holt sie oder nicht? Mit Zwiebel ins Auge reiben und am Tabasco schnüffeln. Na, wo ist das Tränchen? Na komm. Okay, da läuft was. Wir können stoppen. Stopp, stopp. So kann er das Augensquirting. Augensquirting, ihr los Perversos. Okay, darf ich jetzt bitte mein Auge waschen, Leute? Das ist lebensgefährlich. Die Zwiebel ist überhaupt nicht scharf. Die kann man ja wie Brot essen. Die tollste für mich war die Nana. Das hilft doch gar nichts, Mann. Es kommt keine Sau. Oh Gott, Rich Nana. Rich Nana hat sich einfach die komplette Chili-Paste quer durch die Fresse geschmiert. Unfassbar. Also für mich hat das auch keinen Sinn ergeben. So die Maske hier oben, aber war ja Entertainment pur. Komm, zwei. Stopp. Hab ich das geschafft? Ja, hast du geschafft. Ja, ich wusste mir nicht anders zu helfen, weil ich weine also äußerst selten. Ne? Gut. Probier einfach so zu weinen, du kannst es. Ich habe noch nie geweint. Ich bin ja ein harter Kerl. Für mich stand fest, dass ich mir das nicht zumuten würde, mir da mit irgendwelchen Zwiebeln oder Tabasco zuzusetzen, um Tränen zu vergießen. Mit der Pinzette Nasenhaare ziehen. Kannst mir ein paar Sackhaare ausreißen. Ich hab dir gesagt. Ihr macht das, glaube ich, nicht. Hier kommen aber keine Tränen. Sonnenstich, oh mein Gott. Der Heinz ist während dem Spiel zusammengeklappt, ich glaube mal vor Hitze. Sah wirklich schlimm aus. Ich habe von Haus aus einen niedrigen Blutdruck. Und der niedrige Blutdruck, wenn dann die Sonne kommt, dann fliegst du bei meiner Körpergröße um. Mir geht's ja gut. Man wusste, okay, ihm geht's gut, er ist da. Trotzdem war das eine Extremsituation. Ich habe einen Scherz gemacht, und den hat ihn zerrissen. Ich glaube, es ist überhaupt nicht angebracht, sich über jemanden lustig zu machen, der einfach gerade hilflos die Kontrolle über seinen Körper verloren hat. Kampf der Reality Stars. Und manche verlassen diese Show mit Baren und andere auf der Bahre. Mann, oh Mann, Ronald, jetzt reiß dich mal zusammen. Heinz wird sicherheitshalber noch einmal durchgecheckt. Trotzdem, ihm geht's gut, also können die anderen mit dem Spiel fortfahren. Ronald, deine Zeit läuft jetzt weiter. Der Fall meines Freundes, des Fürsten zu sein, Wittgenstein, hat mich derartig getroffen, dass ich in dem Moment gar nicht anders konnte, als Tränen zu vergießen. Und habe damit meine Aufgabe erfüllt und ich habe gewonnen. Ich habe eine echte Träne vergossen. Nicht wegen Zwiebeln, nicht wegen Tabasco in der Fresse, sondern wegen des am Boden liegenden Freundes. Ja, so geil. El Ronald hat heute gezeigt, dass er so wenig Feingefühl hat und dass er ein so unempathischer Mensch ist und dass er einfach nicht weiß, wann man vielleicht auch einfach mal die Fresse hält. Ja, Ronald hat also keine Träne verdrückt, wird aber trotzdem getröstet. So geht Empathie. Für Heulsuse Heinrich dürfte das jedoch ein Knack sein. Heinrich, 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 Heinrich. Heinrich, du kommst nach Hause und drei Schäfchen sind tot. Nein, mach keinen Scheiß. Nun heul endlich. Mensch, Ronald, jetzt lass doch mal gut sein. Die Träne ist da, läuft nicht runter. Die Zeit ist abgelaufen. Egal, Heinrich, hast alles versucht, komm. Ja, ich hab wirklich gedacht, verdammt noch mal und drei. Und wie oft habe ich geweint und wie schnell kann man weinen? Nur jetzt, wenn es sein muss, kann man nicht weinen. Ja, ich muss eigentlich nur über meine Tochter reden, dass sie nicht bei mir ist. Und dann... Nicht, dass hier gleich der Niagara-Fall plätschert. Oder vielleicht wenigstens ein tropfender Wasserhahn? Nicht wegwischen. Nicht wegwischen. Also Leute, die sich mir als Schauspieler vorstellen, Schauspielerin, die fordere ich immer auf, vor meinen Augen zu weinen. Und das ist für mich sozusagen der Inbegriff einer guten Schauspielerei.
plötzlich, als ich da vorne stand, ich dachte an meine Tochter und dann konnte ich aber die Tränen nicht, die kamen gar nicht, weil ich nicht vor jedem das zeigen kann, was ich fühle. Und das war für mich wie so ein Stopp. Ja, da ist eine Träne. Ja, weiter. Rapperin Nana und Elina flennen am schnellsten. Diese drei Schätzchen landen im Finale. Die drei, die am schlechtesten abgeschnitten hatten, nämlich unter anderem ich, der Schäfer und Catherine, wir mussten dann noch in den dritten Durchgang. Den Durchgang der roten Teppiche. Red Carpet Performance. Wo hält der normale Reality-Star sich am allerliebsten auf? Auf dem roten Teppich. Heute müsst ihr zeigen, dass ihr diesen in allen Lebenslagen meistert. Auch liegend. Rollt euch in euren 15 Meter langen Teppich ein. Die schnellste Rolle ist safe. Die beiden letzten müssen bangen. Echte Stars schreiten über den roten Teppich. Unsere Reality-Stars dürfen sich immerhin wälzen. Achtung und auf die Plätze, fertig, los! Los! Achtung! Aua! Achtung! Hey! Ich ersticke gleich. Das geht nicht! Du musst nicht nach da! Du musst hier hin! Hier hin! Oh Mann! Du musst nach da! Okay, jetzt! Und jetzt geradeaus! Jetzt wieder zurück! Du kannst schon, du kannst weiter! Hilfe! Hilfe! Was ist raus? Ja, Catherine hat Panik bekommen. Alles gut, Catherine. Langsam atmen. Scheiße, jetzt kann ich nicht mehr. Jetzt ist Punkt aus Ende. Der Heinrich war nach einem Viertel der Strecke liegen geblieben. Und die Catherine war in Panik geraten. Und ich habe in aller Ruhe mich weiter auf das Ziel zubewegen können. Ja. Geht's? Ich hab gewonnen, ne? Ja, richtig. Siehst du. Ja. Ey, super unpassend gerade. Also echt eklig. Ich hätte das genauso gemacht. Ich hätte das auf jeden Fall beendet. Wir haben gewissenhaft zweimal durchgezählt und alle sind fit. Am meisten Ronald, der Sieger. Okay, Leute. Das Spiel ist jetzt zu Ende. Und wir können jetzt auch zurück in die Sala. Welcome to Reality.